der Einbringer dieses Gesetzentwurfs und ja auch Galionsfigur des sozialen Flaggschiffes der Volkspartei, hat ja hier heute sehr ausführlich erklärt, wie wichtig dieses Gesetz wäre, welch große Bedeutung diesem Gesetz beizumessen und wie groß der Dank an das Ressort und die Landesräte und wie groß der Wurf jetzt wäre und was die Versäumnisse der letzten Legislaturperiode, vor allem auch des Landesrates Tomasini, sein soll, dass sich mir nicht richtig erklärt. Kollege Renzler und alle anderen hier in diesem Raum, wir brauchen nicht lang und seitenweise uns irgendetwas vorrechnen und uns versuchen, irgendwie den schlanken Fuß da zu machen, sondern wir brauchen uns nur die eine Frage stellen. Kann sich ein arbeitender Südtiroler, kann sich ein Pärchen, das arbeiten geht, ganz mitteldurchschnittliche Familie, entweder ein Single oder eben ein Pärchen, können die sich ein Eigenheim in diesem Land leisten oder nicht? Kommen die über die Runden, können die ein angemessenes Leben führen und sich ohne Fremdhilfe, das heißt ohne, dass aus dem Elternhaus was kommt, ohne dass sie auf Beiträge angewiesen sind, können die sich auf dem freien Markt etwas leisten oder nicht? Wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten können, und die können wir nicht mit Ja beantworten, müssen wir sagen, wir sind gescheitert. Und da interessiert es mich nicht, wer sich dann schuldig fühlt oder nicht. Eins weiß ich halt, wer in diesen letzten 70 Jahren in diesem Land regiert. Das wissen wir. Und da braucht man nicht hergehen und sagen, ja, der Staat ist schuld, weil er nicht kontrolliert oder die internationale Börse oder irgendwas. Wir müssen hier die Lösung anbieten und die Lösung bringen. Und es gibt Maßnahmen, die man setzen kann. Und wenn wir schon mit Zahlen kommen, dann ganz einfach, wenn wir die ASTA-Zahlen hernehmen, wie haben sich die Wohnungspreise entwickelt? Kollegin Rieder hat da schon eine kleine Spalte aufgemacht. Ich habe mir die von 2012 angeschaut. 2012, Algund-Zentrum, 2600 Euro pro Quadratmeter. Grauen im Finchgau 1850. Man braucht einfach nur zwei Nullen dazu tun, wenn wir auf 100 Quadratmeter Wohnung gehen, also 100 Quadratmeter. In Eppendorf 2012 335.000 Euro. Heute 430.000 Euro. 35% gestiegen. Dasselbe Brunneck 3.400 Euro, jetzt 3.867 Euro. Über 50.000 Euro Anstieg. Gell? Also nur diesen Vergleich, und das sind die ASTA-Zahlen, da braucht man nicht lang schönreden oder dran herumrütteln. Gell? Dieser Anstieg um 35%, wo finden wir den? Finden wir den bei den Löhnen? Finden wir den bei den Beiträgen, die ausgezahlt werden? Sind die auch um 35% gestiegen? Sind die bei den Einkommensgrenzen, bei den verschiedenen gestiegen, die mich beanspruchen, damit ich überhaupt den Anspruch habe, die Förderung zu bekommen? Nein. Sind die bei den Renten gestiegen? Nein. Sind die bei den Begleitmaßnahmen gestiegen? Miet- und Wohnnebenkosten, die wir als Land hier eingeführt haben, um ein bisschen bei den Renten mitzuhelfen oder so? Nein, sind sie nicht. Und diese Verantwortung tragen wir und diese Verantwortung tragt vor allem ihr als Regierungsparteien in diesem Land. Und dann mit diesem Gesetz zu kommen, wo wir seit Jahren auf eine große Reform warten, und da müssen wir uns schon einmal die Frage stellen und genau analysieren, ist diese Förderungsmethode, die wir haben, ist das die richtige? Wir brauchen sie derzeit, weil wir in diesem Hamsterrad drinnen sind. Wir sind da drinnen. Und es braucht natürlich mehr Mut und es braucht mehr Kreativität und auch ein bisschen einen offenen Geist, um zu sagen, ein System abzuändern und vielleicht muss ich einen neuen Weg gehen und nicht im selben Hamsterrad weiterdrehen, wenn ich sehe, dass es sich totgelaufen hat. Denn mit all diesen Maßnahmen, trotz all dieser Millionen, die in den letzten Jahren ja auch immer wieder hineingepumpt worden sind, haben wir es nicht geschafft, günstigere Preise zu garantieren oder zu beeinflussen. Das haben wir nicht geschafft. Trotz dass so viel öffentliches Geld auch hineingeht.
Und diese Bilanz muss man einfach ziehen und das muss man einfach anerkennen. Und ich will niemanden in Abrede stellen, dass man sich nicht bemüht hätte oder dass man auch glaubt, was Gutes zu tun. Das möchte ich gar nicht einmal in Abrede stellen. Aber man muss ja irgendwo das Ergebnis auch ganz ehrlich beurteilen. Und da sind wir als Land Südtirol gescheitert. Und da seid ihr gescheitert. Na, wie gesagt, man kann es lustig finden, die Leute, die es betrifft, die eine Wohnung sich suchen müssen, und das ist nun einmal jeder, denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Das ist nicht ein Luxusgut, sondern ein Grundbedürfnis. Und das können sich die Leute einfach nicht mehr leisten. Und wenn wir uns den Mietmarkt ansehen, dann ist doch da ganz dasselbe. In der Peripherie, als in den Tälern, in den Seitentälern. Ich mache mir manchmal auf den sozialen Medien Screenshots, weil ich es fast nicht glauben kann. Eine Mansardenwohnung im Passaiertal, 1000 Euro. Der bietet die an, der wird wahrscheinlich auch jemanden finden, aber das ist doch irre. Wer soll sich denn hier um 1000 Euro eine Mansardenwohnung leisten? Nicht einmal eine Familie kann die nutzen, also das ist auch keine neue oder keine Luxuswohnung, sondern einfach eine Dachgeschosswohnung, ein bisschen größer, fertig, 1000 Euro. Durchschnittsgehälter teilweise 1000, 4000, 5000, 6000, also das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Und dass wir hier jetzt hergehen und sagen, mit diesen Änderungen hätten wir was Gott was für einen Riss gemacht. Ja nein, liebe Volksparteiler. Der Berg kreist und hat eine Maus geboren. Mehr ist da nicht. Das Einzige, was hier wirklich einen Schritt nach vorne bringt, ist diese Punkteregelung. Und die haben wir müssen mit allen Schandtaten hineinbringen. Die hättet ihr ja nie von euch aus. Wir mussten euch ja zum Kämpfen tragen. Diese Punkteanpassung hättet ihr ja nie reingetan. Wir beide leben in einem Paralleluniversum. Das gibt's einfach nicht, wie du heute dieses Gesetz vorgestellt hast, wie du auch deine Ansichten hier darlegst. Wir leben in zwei verschiedenen Welten. Die Rückmeldungen, die ich Tag für Tag bekomme von Leuten, die auf der Wohnungssuche sind, die nicht mehr wissen, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen, ist völlig, die leben in einem anderen Land als du. Und die wissen auch, dass die Maßnahmen, die hier gesetzt werden, nicht die richtigen sind. Die Leute möchten eigentlich keine Förderung. Die wollen nicht lottern müssen bei der Volkspartei oder beim Land. Bitteschön, gibt es uns einen Beitrag. Die wollen sich selber die Wohnung leisten können. Ohne dass wir angewiesen sein müssen auf verschiedene Maßnahmen, die ihr hier gnädigerweise erlasst oder was. Für mich sind solche Sozialbeiträge, sollten eigentlich denen helfen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, weil sie in einer schwierigen Situation sind oder was auch immer. Aber nicht Leute, die mitten im Leben stehen, die arbeiten gehen, die ganz ein durchschnittliches, normales Leben führen, aber sich keine durchschnittliche und normale Wohnung in diesem Land leisten können. Das ist das Problem. Und ich erwarte mir hier wirklich nicht so eine Anlasspolitik machen und hier etwas vorzugaukeln, was nicht ist. Denn ihr kriegt es nicht auf die Reihe, hier die Wohnungspreise angemessen zu senken. Und wenn wir dann noch über andere Maßnahmen und Abänderungsanträge reden, die von der Opposition kommen, die ganz klar soziale Maßnahmen betreffen, die wir als Ausgleichsmaßnahme brauchen. Die brauchen wir einfach, um zum Beispiel bei den Niedrigrentnern und so weiter an den Stellschrauben zu drehen. Da bemüht ihr euch, und vor allem auch du, Kollege Renzler, mit einer Argumentation, ja, irgendwo einen Beistrich zu finden, um das ablehnen zu können, anstatt wohlwollend die Bälle aufzugreifen und zu sagen, ja, hier können wir eine soziale Schiene stärken. Nein! Nicht die Wirtschaft blockiert, ihr selber blockiert es. Die sogenannten selbsterklärten Arbeitnehmervertreter blockieren es. Weil sie wahrscheinlich nicht der Leidet, dass vielleicht eine Oppositionspartei eine soziale Maßnahme vorschlägt, anstatt froh zu sein, das durchzubringen. Das ist nicht der Tauber und das ist nicht die klassischen Lobbyvertreter, die hier sitzen, die uns die sozialen Maßnahmen blockieren. Oder herumeiern, wo das Lebensminimum ist oder wo man bei den Mindestrenten nicht, warum man hier nicht erhöhen kann, anstatt hier positive Lösungen zu finden.
das sind nicht die. Die schauen ja nur auf ihren Bereich, dass es dort läuft, dass wir ein bisschen Kubaturen hinaufschraufen bei den Hotels und so weiter. Das ist da das zentrale Anliegen. Die interessiert ja nicht, ob es Beiträge bei die Sozialen hier jetzt, was Gott wie raufgeht oder nicht. Hauptsache auf der anderen Seite passt. Aber umso mehr müsstet ihr ja hier diese Bälle aufgreifen, die von uns kommen, wo wir sagen, hier gibt es eine Mehrheit in diesem Landtag, quer über alle Parteien hinweg, um diese Maßnahmen zu setzen. Nutzt das bitte, nicht für uns, nicht wegen irgendwas, sondern damit wir den Leuten hier in Südtirol helfen können, damit sie sich leichter einen Wohnraum leisten können. Deshalb bitte ich einfach darum, versucht vernünftig zu sein, versucht hier diese Inputs aufzunehmen und im Sinne, du hast es selber gesagt, uns verbindet eines, zum Wohle der Bevölkerung und zum Wohle der Südtiroler zu arbeiten. Dann beweisen wir es auch bitte. Und nicht nur beim Einstiegsstatement hier zu diesem Gesetz, sondern bei den Abstimmungen müssen wir es beweisen. Dort müssen wir beweisen, dass wir die Südtiroler und ihre Anliegen in den Mittelpunkt stellen.